Bis zur Verliebterweiterung ist es nicht mehr lange hin und die Sims-Entwickler haben im letzten Entwicklerstream ein paar kleinere Details, die Weltenkarte der Erweiterung und Update-Features genauer vorgestellt. Eins vorneweg, dieser Livestream hat wirklich wenig Neues gezeigt, weshalb ich mich auf die wichtigsten neuen Dinge, die wir noch nicht kannten, konzentrieren will. Die Weltenkarte von Ciudad Enamorada ist jetzt endlich bekannt, welche so aussieht. Ein paar kleinere Einblicke zu den verschiedenen Regionen der Welt, welche zugegebenermaßen echt hübsch ist, seht ihr gerade im Hintergrund. Ich glaube, ich habe mich ein wenig in die lila Bäume und die vielen bunten Häuschen in der Welt verliebt. Jetzt ein wenig mehr zum neuen Gameplay. Es gibt nun bei Sims in einer Beziehung einen neuen passenden Reiter, in dem einige der Pack-Interaktionen in Bezug auf das Attraktivitätssystem und andere neue Features hinterlegt wurden. In der neuen Amors Ecke-App können Sims jetzt ebenfalls ein Blind Date starten oder zur Beziehungsberatung für 1000 Simoleons gehen. Innerhalb der App ist es leider nicht möglich, andere Sims zu catfischen, also beispielsweise mit seinen Merkmalen zu lügen, sondern es ist nur auswählbar, welche der Merkmale angezeigt werden sollen. Matchbare Sims können ja ebenfalls aus der Galerie stammen. Hier ist auch einstellbar, ob nur Sims eurer Lieblingscreator angezeigt werden sollen. Grundsätzlich tauchen hier keine Sims mit CC-Inhalten oder Packs, die ihr nicht besitzt, auf. Beim Dateplan gibt es auch Interaktionen aus anderen Packs. Hier in der Übersicht sind es wohl drei aus Hunde und Katzen sowie Jahreszeiten. Die Benutzeroberfläche beim Date an sich sieht allerdings nicht großartig anders aus als vorher. Hier tauchen allerdings dann, je nachdem was ihr vorher ausgewählt habt, andere Aktivitäten als vorher auf. Hier gibt es auch einen kleinen neuen Reiter, in dem ihr fragen könnt, wie der andere Sim das Date findet, ob ihr das Grundstück wechseln möchtet oder ob das Date abrupt abgebrochen werden soll. Auch eine Verlängerung ist möglich. Auch wurde der Baumodus etwas detaillierter gezeigt. Es gibt viel neue Dekorationen und Objekte aus verschiedenen Stilrichtungen. Einmal etwas rustikalere Holzmöbel und modernere, schicke Objekte, die perfekt in ein modernes Apartment passen. Neue Theken oder Badezimmermöbel gibt es quasi keine, dafür haben die Sims-Entwickler aber diese interessanten Tapeten und Bodenmuster mit eingebracht. Die Belohnung für die neue Romantik-Therapeuten-Karriere ist dieses kleine Set aus Herzmöbeln, welche wirklich sehr extravagant aussehen. Ansonsten seht ihr einige der neuen Sachen auch gerade im Hintergrund. Und auch im Cars wurden natürlich Erweiterungspack-typisch ein paar spannende Optionen mit reingebracht, von denen ihr im Hintergrund einige seht. Kinder und Kleinkinder stehen mit diesem Pack klamottentechnisch leider gar nicht im Fokus. Kostümfreaks haben allerdings viele verschiedene Optionen bekommen. Auch dieses tierische Gesamtoutfit hier. Für alle, die sich über neue Unterwäsche freuen, dieses Pack wird sogar für Sims 4 Verhältnisse sehr spicy. Dieses Netzteil und Outfit für Männer hat mich wirklich sehr überrascht. Bevor wir zu den neuen Gratis-Inhalten mit dem nächsten Update kommen, bei Instant Gaming könnt ihr auch verliebt mit 34,49 € deutlich sparen. Link hierzu und zum laufenden Gewinnspiel in der Beschreibung. Am Dienstag, den 23. Juli, geht das neue Gratis-Update live, bei dem auch ein längst überfälliges Komfort-Feature hinzugefügt wurde. Im Cars gibt es nun einen Kopieren-Button für andere Outfit-Kategorien. Je nachdem, ob ihr euch in den Frisuren, Make-up und so weiter befindet, könnt ihr mit einem Klick auf die drei Punkte dieses Objekt in die anderen Outfit-Kategorien übernehmen. Neu ist zudem auch die Wimpern-Make-up-Kategorie, welche nun deutlich detaillierter als noch die blockigen Versionen aus dem Basisspiel aussehen. Auch im Geschlechterreiter wurde viel geschraubt. Hier ist der romantische Grenzenreiter neu, welcher noch detaillierter die romantischen Interaktionen zwischen Sims steuerbar macht. Wollt ihr, dass der Partner-Sim in einer Beziehung mit anderen nicht körperliche oder auch körperliche Interaktionen ausführen darf? Darf es auch Techtelmechtel mit anderen Sims in einer Beziehung geben? Ist diese Einstellung im Laufe eines Sims-Lebens änderbar? All das ist steuerbar. Diese Optionen sind standardmäßig so eingestellt, wie es vorher auch schon im Spiel funktioniert hat. Ein weiteres Komfort-Feature: Sims, die ihr nur mal zufällig auf der Straße angequatscht habt, können jetzt auch im Beziehungsreiter ausgeblendet werden. Perfekt für etwas mehr Übersicht. Und jetzt etwas für Baumodus-Fans. Runde Pools sind jetzt endlich mit dabei. Das Platzieren funktioniert vom Prinzip quasi genauso wie die runden Wände. Diese können auch in der Größe zurechtgeklickt werden. Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass es keine invertierten Rundungen gibt. Diese beiden Teile könnte man also nicht mit einer Rundung miteinander verbinden. Abonniert gerne meinen Kanal, um weitere Sims-News und meinen Anspiel-Livestream zum Pack nicht zu verpassen. Was denkt ihr zum anstehenden kostenlosen Update? Welches der Features
ist für euch am besten. Also dann bis zum nächsten Video.